Von alleine werfen die Dinger nicht. Die hoffen ja darauf, dass man denen so eine reinhaut. So wie ihm hier. Und ich weiß nicht, was dieses Design soll, was man dem armen Kerl mit seinem Kopf angestellt hat. Weiß nicht, ob er sich freiwillig seinen Irokesen da weggerasiert hat, nur um sich oben so eine Eisenkugel dran zu basteln. Weil er muss auch eher so eine Eisenkugel im Hirn gehabt haben. Aber wir haben ihn aus dem Weg geräumt. Und warum man diesen Zeppelin nicht gleich benutzt hat, um von Florida nach Manhattan zurückzufliegen, weiß auch nur Meister Splinter wahrscheinlich. So, jetzt haben wir über 150.000, aber ich habe jetzt nicht das Geräusch gehört, dass wir ein extra Leben gekriegt haben. Und wir haben auch keins gekriegt. Naja, also da mal wieder eine Tür zuknallt. Ist aber schuld, wenn man so auflässt und die Fenster auch und dann der Wind hier reinpfeift. Ja, kann jetzt natürlich sein, dass es ähnlich wie zum Beispiel bei Shoot'em Ups oder so ist, dass sich die Punktespanne immer weiter vergrößert für extra Leben. Vielleicht kriegen wir das nächste erst bei 200.000 oder sowas. Naja, müssen wir da wohl durch. Irgendwie auch an so eine alte Folge von der alten Mega Man Zeichentrickserie, die so Mitte der 90er lief. Da hatte Dr. Wily irgendwie in einer Folge hatte der so eine Maschine oder so, womit er Sachen an, irgend so eine Gravitationsmaschine, mit der er Sachen anheben konnte. Hat er zwar glaube ich nicht mit einer Stadt geschafft, aber ich glaube irgendwie das Rathaus oder so hat er mal angehoben. Naja, scheint der Schröder wohl hier eine stärkere Version davon zu haben, wenn er die ganze Manhattan-Insel aus dem Boden heben kann. Es ist ja unsere Aufgabe jetzt irgendwie diese Insel wie ein Puzzlestück wieder unten einzusetzen. Muss man sich in einem Naturschauspiel natürlich ziemlich urkomisch vorstellen. Aber naja. Männer. Ja, man kann diese olden Gullydecke bestimmt zurückschlagen, aber das lasse ich einfach mal sein. Boah, und diese Speerwerfer, das sind von den... Ach! Hat er mir jetzt echt gerade mit der Bazooka... Ja, okay, die verschießen keine Raketen da. Sehen eher aus wie Bowlingbälle. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt eine Rakete in die Fresse kriegt, da reibt er sich nicht nur die Augen danach. Da sollte er eigentlich seinen rechten Arm oder so wieder vom Boden aufsammeln. Aber naja, wie ich gerade schon sagen wollte, bei Turtles ist ja alles möglich. Da siehst du auch Shredder mit Bebop und Rocksteady auf einem Tandem-Fahrrad fahren. Obwohl ein Tandem ist ja eigentlich nur ein Zweisitzer. Weiß ich, wie nennt man dann so ein Fahrrad-Dreisitzer? Gibt es da auch eine Bezeichnung für? Mir fällt es gerade nicht ein. Ja, auf jeden Fall, selbst das passiert da. Aber da ist irgendwie auch alles, da ist alles passiert. Bei Turtles kann alles passieren. Ich muss sagen, bisher läuft es eigentlich relativ gut. Okay, wir haben 2 Leben verloren. Ja, wir haben auch immer gut Leben zurückgekriegt, aber jetzt, da sich diese Punktespanne da erhöht, müssen wir auch ein bisschen länger durchhalten. Oh Gott.
Ja. Und auch sowas kostet Energie, wenn man... wenn man sich ein Fass von anderen überstülpen lässt. Oh Gott, und ich habe schlimme Erinnerungen an den Vorgänger mit so Fahrzeugen, die offen zu einem hinstehen, aber die sind zum Glück rückwärts geparkt. Werden wahrscheinlich nur ein paar Gegner, ich wollte es gerade sagen, rausspringen. Sei natürlich einer der Fußsoldaten, ist so klug und weiß, wie man einen Rückwärtsgang einlegt. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus. Wäre eigentlich mal auch cool gewesen, wenn die Macher des dritten Turtles-Films sich vielleicht dieses Spiel zum Vorbild genommen hätten. Denn der dritte Film war, na, auch wenn mein absoluter Lieblingscharakter aus allen Turtles-Inhalten und auch mit seiner Version dort mitgespielt hat, konnte er diesen Film auch nicht retten. Das Lustige war, den guten Casey Jones, den habe ich das erste Mal überhaupt in dem Turtles-Film gesehen. Und dann erst später in der Zeichentrickserie, und da war er einer der nervigsten Charaktere überhaupt. Im Film ist er einmal irgendwie nur eine coole Sau, wie er den alten Raphael mit einem Cricket-Schläger mal eben in so eine Mülltonne reinhaut. Auch gespielt von einem sehr, sehr guten Schauspieler, ja. Und was die da vorhaben, das weiß der Teufel auch nicht. Die tragen einfach nur so eine Energieschranke darum. So. Wenn wir hier weiter in die U-Bahn-Station à la Final Fight mal unsicher machen. Ja, wir auf jeden Fall von einem sehr guten Schauspieler gespielt. Im ersten und dritten Turtles-Film, den guten Elias Cortias oder Elias Cortias oder eine Mischung aus den beiden Aussprachmöglichkeiten. Hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, leider den dritten Film konnte er auch nicht retten. Aus irgendeinem Grund hat man ihn... Und jetzt hört die Bossmusik auf und der Boss fährt weg. Ah, und das ist dieser... einer dieser Penner-Bösse aus dem dritten Gameboy-Spiel. Der, wenn ich mich nicht täusche, auf den... ja, erstmal kriegen wir von ihm einen auf die Fresse. Ich nehme jetzt mal Raphael, denn er hat hier als Spezialattacke hier diesen Psycho Crusher. Ich hoffe, ich krieg den noch kaputt, ohne noch ein Leben zu lassen. Jawohl! Sauber. So, und da haben wir unser Leben auch schon wieder raus. Müssen wir jetzt nur mit Raphael weiterspielen. Wie hieß dieser? Jetzt, ich wusste gerade noch, wie er... Genau, er heißt, wenn hier mal einfach so ein Rohr explodiert, er heißt, ich glaube, er heißt Dirtbag. Kommen auch Erinnerungen hoch an diesen alten Weezer-Song. Ach du Scheiße. Halte sich fern von explodierenden Rohren. Weiß gar nicht, können wir da in dieses Wasser eigentlich reinlaufen? Ich werde es einfach mal jetzt lassen, bin mir jetzt nicht sicher. Machen wir erstmal, wenn es nötig ist oder sich nicht mehr vermeiden lässt. Ja, toll. Ja, und der da oben, der hat... Der hat mal wieder ein paar Intelligenz-Chips zu viel anscheinend gefressen. Die beiden da. Die starren mal einfach so gerne die Wand an. So. Ja, vorhin schon bei den Filmen war, also im zweiten Teil hat Casey Jones auf jeden Fall nicht mitgespielt. Aber der zweite Teil hatte ja dafür Vanilla Ice und vor allem natürlich unvergessen Kevin Nash als Super Shredder.
kann man natürlich nicht überbieten, auch wenn der Superschredder nur 2 Minuten irgendwie im Film zu sehen ist und dann von einer Ladung Holzlatten erledigt wird. Obwohl der erste Schredder ja, oder der normale Schredder im ersten Film ja es sogar überlebt, dass er in den Mülllaster geflogen ist und dort, ja, eigentlich zu seinem Tode gequetscht werden sollte. Naja, gut, der zweite Film, der sollte auch irgendwie mehr, also der, was den ersten Film halt so gut gemacht hat, war diese, ja, mehr eigentlich für Turtles, damals eher unbekannte, zumindest für die, die die Comics nicht gelesen haben, diese etwas, ja, dunklerere Stimmung. Und das wollte man mal, oder musste man, sollte man, beim zweiten wollten sie das auf jeden Fall irgendwie wieder rückgängig machen. Und da war wahrscheinlich auch, entweder war das nicht drin oder Kevin Nash konnte sich in dem Super-Shredder-Anzug, wie er es eigentlich auch als Wrestler nicht konnte, sich nicht grazil genug bewegen. So wie der Shredder im ersten Teil, der irgendwie die Turtles nacheinander kaputt geprügelt hat. Naja. So, und wir scheinen beim Boss zu sein. Da kommt was durch die Wand. Oh Gott, es ist ein Fußsoldat mit diesen bekackten Mausern. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich glaube, das ist auch nur hier wieder so ein Zwischenboss. Hat ein bisschen was vom ersten Turtle-Spiel. Dieser riesige Mauser Metal Gear Roboter. Auch wenn der hier bei weitem nicht so groß ist und mit den recycelten Explosionseffekten aus den Gradius-Spielen erstmal das Weite suchen kann. So. Ich hoffe mal, hier ist gleich noch eine Pizza für uns drin. Ich habe eigentlich nicht so viel Lust, vor dem eigentlichen Bossgegner nochmal ein Leben zu lassen. Ich glaube, ich weiß auch noch, wer hier auf uns wartet. Weniger Gegner und mehr Pizza mal. Oder Levelende ist mir auch recht. So, oh, wir kriegen kein Levelende, aber wir kriegen eine Pizza. Das ist doch ordentlich. So, und das Wasser steigt. Und da kommt wer angeschwommen. Unser alter Freund Lederkopf. Und er hat sich mal eine Pumpgun besucht. Na komm, na komm. Ah, Scheiße! Ah, Mist. Muss man aufpassen, der. Nee, ich lasse jetzt nicht noch ein Leben bei ihm. Nee. Ich wollte gerade sagen, bei ihm muss man aufpassen, wenn er sich da so rumdreht, ist er irgendwie unverwundbar. Und die Energie für eine verwendete Superattacke wird uns ja selbst abgezogen, wenn wir. Aber fast ein neues Leben. Wenn wir nicht treffen. Dead Bogart. So, und da geht's mal wieder ins Technodrom.